Computerzentren, die sind auch eingeschränkt. So muss ein Streik aussehen. Auf diese Demo hat uns ja sehr viel Wert gelegt, weil wir uns gerade in einem sehr entscheidenden Moment befinden. Es ist auch das erste Mal, dass wir eine ganze Woche streiken. Und wir sind, glaube ich, sehr zufrieden damit, dass doch viele dabei waren. Das letzte Angebot war nicht akzeptabel, da keine TVL-Anbindung darin enthalten war. Wenn wir diese Anbindung nicht bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es wieder zu einem extrem langen Lohnverfall kommen wird. Wie wir jetzt schon sehen, 17 Jahre Lohnverfall ist einfach ein Skandal. Ole, 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 ole. Es geht nicht nur um mich als einzelne studentische Beschäftigte, sondern um das Wohl von allen studentischen Beschäftigten und auch andere Arbeitsgruppen, damit wir die Hochschulen und auch das System zeigen, dass wir einfach nicht uns damit zufrieden stellen lassen. An jedem Tag. Die selbe Politik, die selbe Kürzungspolitik, die selbe Sparungspolitik herrscht überall in Berlin. Deswegen, diese Woche streiken nicht nur wir, auch die Kolleginnen von Bewandte Servicegesellschaft streiken auch. Sie sind an ihrem 38. Streiktag, Kolleginnen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir werden immer weiter kämpfen. Wir werden immer weiter auf die Straße gehen und gemeinsam streiken. Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Kohle klaut! Die VSG ist die Vivantes Servicegesellschaft. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen, über das MitarbeiterInnen der verschiedener Berliner Krankenhäuser outgesourced werden und teilweise bis zu 500 Euro weniger Lohn bekommen im Monat als ihre Kolleginnen, die über den TVÖD angestellt sind. Und der Zusammenhang ist, dass wir für den TVL kämpfen, sie für den TVÖD. Wir wollen wieder an Tarife des Landes anknüpfen und dort eingebunden werden. Und das verbindet uns in unserem Kampf. Ich habe schon angesprochen, dass die Verantwortlichen dieser Misere versuchen, unseren Streik auszusitzen. Nicht mit uns! Wir stehen hier mit einem Teil unserer Verbündeten in diesem Kampf, dem TV-Stutt! Heute waren weit über 1000 Leute bei der Demo und das ist gerade für uns sehr wichtig, weil es eine Bestätigung ist, dass wir jetzt noch mehr Kraft haben, weiterzumachen. Und wenn es nächste Woche nichts gibt, womit wir uns zufrieden stellen können, wir werden nur weiterkämpfen. Und wenn wir so wie heute auftreten, dann schaffen wir das auch bald. Und in diesem Ende dieses Semesters muss ein Tarifvertrag stehen, der sich gewaschen hat. Dafür sind wir auf der Straße heute, morgen, übermorgen und so lange, wie es eben dauert. Am nächsten Donnerstag ist die nächste Verhandlungsrunde und bis dahin erwarten wir ein deutlich besseres Angebot. Es kann nicht sein, dass die Studis, wie Matthias mal sagte, der billige Kitz sind, mit dem man hier Haushaltslöcher stopft. Allerdings ist es heute auch zu einem Gespräch gekommen mit Herrn Dannenberg, der für die FU verhandelt und er hat schon angekündigt, dass nächste Woche definitiv kein neues Angebot reinkommen wird. Das heißt für uns eigentlich nur eins, wir müssen den Druck erhöhen, wir müssen weiter streiken. Und die Stimmung ist es soweit, dass wir bereit sind, weiter zu streiken. Wir wollen nicht aufhören. Wir stehen und gehen unsere Kämpfe nun gemeinsam durch. Und wir werden unsere Bündnisse weiter ausbauen. Hey Finanzpate! Hey regierende Allesversprecher! Wir sehen uns bald wieder und wir werden lauter, wütender, aber vor allen Dingen werden wir mehr. Die Zeiten sind vorbei von kampflosen Niederlagen. Jetzt ist die Zeit nur eins, Kampf, Widerstand und bis zum Sieg. Und wir wollen mehr.